Miteinander und füreinander. Das SPÖ-Sommerfest in Trebuswinkel war wieder ganz im Sinne des sozialen Wirkens gedacht. Gute Stimmung und Spaß für die Kinder bei herrlichen sommerlichen Temperaturen. Für beste Sommerlaune war in jedem Fall gesorgt. Oh, es ist jedes Jahr ein wirkliches Highlight und jetzt heuer haben wir das 7. Sommerfest. Einmal ohne Hagel, immer haben wir Probleme gehabt mit dem Wetter, aber heuer funktioniert es einmal. Ich hoffe noch, dass viele Leute kommen und das Fest genießen. Was macht denn am meisten Spaß hier? Hier macht am meisten Spaß, dass für alle Generationen das da ist. Wenn man hier schaut für die Jugend, großräumiges Angebot mit vielen, vielen Möglichkeiten. Aber es ist ganz einfach, es ist ein Treffen der Generationen, Treffen der Menschen hier, so soll es auch sein und hier wollen wir sie unterhalten. Das Wetter passt auch wunderbar und die Leute kommen gerne her und genießen den Abend hier in dieser Atmosphäre. Die Hüpfburgen werden schon gut genützt. Ja, Gott sei Dank, die Firma Gruber stellt die Hüpfburgen immer zur Verfügung und unsere Firma, die Firma Wenger und Margret, stellt auch die Hüpfburgen zur Verfügung. Das ist immer ein Highlight für die Kinder. Wie schaut es mit der Tombola aus? Gibt es schöne Preise zu gewinnen? Ja, also die Tombola ist immer das Highlight. Wir sind immer stark. Wir bekommen viele Spenden von super Firmen von Traskirchen. Und der Haupttreffer ist heuer ein Motorfahrrad. Das spende ich natürlich. Welche Gründe hat denn die SPÖ, Trebuswinkel zu feiern? Wir haben sehr viele Gründe. Erst einmal, die gesamten Einnahmen werden für soziale Zwecke verwendet, bedürftige Kinder oder bedürftige Familien, die was wir auch gerne unterstützen das ganze Jahr. Und daher besteht auch dieses Fest und ein Zusammenkommen von vielen Trebuswinklern. Ja, es ist einmal für die Gemeinschaft. Wir sind ja eine Stadt, die sehr stark auch von der SPÖ dominiert ist oder von vielen Bürgerinnen und Bürgern der SPÖ das Vertrauen geben. Und da ist ein Sommerfest ein schöner Ausklang. Und der reine Tag kommt immer sozialen Zwecken, meistens Familien, die durch irgendwelche schwerwiegende Ereignisse halt Probleme bekommen haben. Finanziell, aber auch sonst. Und da ist er sehr engagiert, sozial engagiert und das freut mich. Und daher bin ich auch da, um das zu unterstützen. Aber wenn wir eine reiche Stadt sind von den Zahlen her und wenn wir eine gute Finanzpolitik machen, so stehen doch ein paar Einzelschicksale auch in dieser Stadt. Wir sind doch kein gallisches Dorf in dieser Frage, denen es nicht gut geht. Und wir können manchmal sehr direkt, sehr unbürokratisch helfen. Und das ist das Wichtigste manchmal. Da gibt es Menschen, die haben lange Jahrzehnte gearbeitet, sind auf einmal unverschuldet, haben Schicksalsschläge erlitten und brauchen Hilfe und für das verwenden wir so ein Geld. Und das gehört nicht nur zu einer Partei dazu, dass sie so denkt für die Sozialdemokratie. Vor allem hier in der Stadt sind wir ja eigentlich eine sehr konsequente Partei in diesen Fragen, was Soziales anbelangt, sondern es braucht auch Funktionärinnen, Funktionäre, Mitglieder, aber vor allem so Leute wie den Stefan, der so großartige Feste aufstellt. Und dazu macht es noch Spaß, da zu sein. Es gibt viele Gründe. Ein Sommerfest kommen immer viele Leute und es wird gut angenommen. Herr Rosten auf der Schaflerhof-Datendorfer Siedlung auch einmal ein Fest machen, einmal im Jahr freuen sich die Leute und die Kinder haben viel Spaß dabei. Die SPÖ hat immer Grund zum Feiern und hier in Trebuswinkel feiern wir seit einigen Jahren. Der Stefan Margot macht dieses Fest mit der SPÖ-Sektion Trebuswinkel seit einigen Jahren hier und immer wieder sehr erfolgreich, weil wir hier unter Freunden sind und weil es hier ganz einfach schön und festlich ist.